hinziehen. Ich habe übrigens alle Wertungen, glaube ich, jetzt richtig Ihnen wiedergegeben vom zweiten Finale, also am Stufenbahn. Für Zuschauer, die es vielleicht nicht ganz mitbekommen haben oder erst später gekommen sind, kann ich ja noch einmal die ersten beiden Finals, die Ergebnisse dieser Entscheidungen wiederholen. Beim ersten Finale, dem Pferdsprung, siegte Anja Wilhelm vom VfL Wolfsburg, die gestrige deutsche Achtkampfmeisterin, vor Gabi Weller vom TSF Heuchelheim und dritte wurde Edina Kormany von der TG Heilbronn. Beim Stufenbahn gab es leider einen unglücklichen Sturz, bei dem sich Gabi Weller, die junge, hoffnungsvolle Turnerin aus Heuchelheim in Hessen, verletzte, jetzt sich wohl im Krankenhaus zur Untersuchung befindet. Sie hat bei einem Gritsch-Salto das Gerät verlassen müssen und landete unglücklich auf dem linken Arm. Wir hoffen nicht, dass es eine schwerere Verletzung ist. Das Ergebnis war, erste die Titelverteidigerin, Andrea Drissler vom KDC Bergisch Gladbach, zweite Nina Wardelmann, SV Niederwörresbach und dritte Anja Wilhelm vom VfL Wolfsburg. Die dritte Entscheidung, die nun ansteht für die Leistungsklasse M10, also für die sogenannte Meisterklasse, um sie zu unterscheiden von der Leistungsklasse M9 und M8, die hier auch schon am Schwebebalken. Und wir werden nun Ihnen ähnlich wie im Durchgang vorher wieder Bodenturnen zwischen den Übungen der Leistungsklasse 10 am Balken zeigen und dieses Mal von den sogenannten Jugendturnerinnen, sodass Sie auch hier einen Überblick gewinnen können über das Können unseres so talentierten Nachwuchses. Das Schwebebalkenturnen ist natürlich nicht sonderlich beliebt bei den Turnerinnen. Selten gibt es eine, die dieses Gerät mag. Das ergibt sich zwangsläufig aus der Tatsache, dass dieser Balken nur 10 cm breit ist und man darauf sehr komplizierte Bewegungen mit Sprüngen und allem anderen, was Sie nachher ausführlich sehen werden, vollführen muss. Und man natürlich sehr schnell das Gerät unter Umständen unfreiwillig verlassen hat. Die Übung soll ja bestehen aus akrobatischen Elementen mit Flugphasen in der Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsbewegung, aus akrobatischen Kraftteilen, aus gymnastischen Elementen, also Drehungen, Sprüngen, Schritt- und Laufkombinationen, aus Gleichgewichtsteilen im Stand, im Sitzen, im Liegen, Körperwellen und was es da so alles gibt. Vorgeschrieben ist auf jeden Fall und meist auch der Höhepunkt einer Übung eine Serie oder mehrere Serien von akrobatischen oder gymnastischen Teilen. Anja Wilhelm ist noch beim Einturnen, so dass ich das also auch noch schnell zu Ende führen kann. Abzüge gibt es natürlich für die bereits erwähnten Stürze, für das Abstützen zum Beispiel, für Klammern. Und diese Punktabzüge betreffen etwa 0,2 bis maximal 0,5 Punkte, jeweils natürlich. Drei kurze Pausen, nicht Pausen in diesem Sinne, aber statische Elemente sind erlaubt. Zusätzliche Pausen führen natürlich zu Punktabzügen. Dies so ein kleiner Überblick über das, was die Kampfrichterinnen so alles beachten müssen. Dies und vieles natürlich mehr. Und Sie können verstehen, dass es da natürlich auch zwischendurch mal zu Ungereimtheiten kommt, dass die Wertungen der Kampfrichterinnen ein bisschen weit auseinander liegen. Dann muss die Oberkampfrichterin eingreifen, die selbst mitwertet. Da kann es dann auch mal Diskussionen geben um die eine oder andere Wertung. Wir haben das alles schon erlebt, vor allen Dingen bei internationalen Meisterschaften. Und es gibt natürlich auch immer ein bisschen Schiebereien. So.
mit Patricia Beer aus Severin. Nina Wartelmann steht zwar bereit, aber sie wird noch ein bisschen warten müssen. Weil erst die Schülerinnen mit dem Pferdsprung beginnen. Es ist auch für den Veranstalter hier, für die Verantwortlichen des Kunst und Weiblichs im Deutschen Turnerbund, ein volles Programm, was sie hier durchziehen müssen. Heute Nachmittag 3 verschiedene Meisterschaften, wenn sie so wollen. 18 Titel sind zu vergeben hier. So, jetzt kann es losgehen am Schwebebalken. In der Meisterklasse mit Nina Wartelmann, die als Ersatzturnerin für die verletzte Gabi Weller jetzt in dieses Finale gekommen ist, kurzfristig. 2 Ersatzturnerinnen müssen sich immer bereithalten. Und nun also Nina Wartelmann. Bisherige Sprünge sicher. Die Drehungen sind schwerer natürlich, als sie aussehen. Spreizsprünge, auch schwieriger, als man sich das so vorstellen kann. Ja, auch dieser Überschlag rückwärts ist gelungen. Jetzt noch eine Serie von akrobatischen Teilen und ein guter Abgang. Die Doppelschraube. Ich fürchte, die Serie hat gefehlt, die angesprochene. Am Boden bei den Jugendturnerinnen Katrin Rahn vom TV Baumbach. Sie war 7. im Achtkampf. Katrin Rahn ist Jahrgang 75, also 14 oder bereits 15. Da gab es einige, die in diesem Alter schon in der Meisterklasse gestartet sind, wie zum Beispiel Gabi Weller, die wir so unglücklich haben vom Stufenbauern stürzen sehen. Oder auch Annette Potempa, die letztjährige deutsche Jugendmeisterin. Am Pferdsprung nun Wiebke Preis, TV Lahr.
Mit den Wertungen am Schwebebalken wird es ein bisschen schwierig für uns hier oben. Aber wir versuchen das zu managen. 9,05 für Nina Wartelmann. Am Schwebebalken nun Edina Kormani, TG Heilbronn. Nun gab es wieder eine Änderung, in der mir... Nein, Edina Kormani. Es bleibt alles so, wie es ist. Edina Kormani ist also nun die Nächste. Edina Kormani, um es nochmal zu wiederholen, von der TG Heilbronn. Gestern Vierte im Achtkampf. 16 Jahre. Salto vorwärts. Und Doppelsalto als Abgang. Ja. Keine allzu großen Fehler hat sie sich geleistet und dementsprechend ist auch der Beifall und die Begeisterung der Trainer. Und von Ruja Kuril, die wir nachher noch sehen werden. Zeitlupe mit dem Doppelsalto. Dies also Edina Kormani von der TG Heilbronn. Zu unseren Jugendturnerinnen Daniela Frau vom TV Überlingen am Bodensee. Sie war Zweite im Achtkampf der Jugendturnerin. Jahrgang 76, also 13 oder 14. Viel Beifall, schade, dass sie ihren letzten Sprung nicht ganz zum Stand brachte. Eine hohe Wertung gibt es vom Schwebebalken zu vermelden für Edina Kormani, 9,60. Also damit liegt sie klar in Führung. Hier noch einmal der Schluss der Übung von Daniela Frau am Boden. Tja, da muss sie mit den Händen auf die Matte greifen und das gibt natürlich Abzug. Die Situation am Schwebebalken. 9,60 hat Edina Kormani vorgelegt. Erste Wertung war 9,05 für Nina Wartelmann und nun Andrea Drissler, die zweite des Achtkampfes in der Meisterklasse.
Meisterklasse, sage ich nur zur Unterscheidung der Schülerinnen und der sogenannten Jugendturnerinnen. Am Schwimmbad ist die nächste Turnerin Andrea Dressler, KTZ Bergisch-Gladbach. Denn Andrea ist natürlich auch nicht älter als 16. Das ist diese akrobatische Serie, von der ich eingangs gesprochen habe. Gut gemeistert, trotz kleiner Schwierigkeiten zwischendurch. Ja, jetzt fällt sie. Aus, vorbei, der Traum, 0,5 Punkte Abzug. Da gibt es keine Chance, das Gleichgewicht zu halten. Immer wieder kleine Probleme. Und Abgang. Doppelschraube. Ja, schade. Es wird nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Andrea den Schwebebalken verlassen musste. Hier nochmal ihre Akrobatikbahn. Ja, Überschlag mit einem Arm, auf einem Arm gestützt. Zu den Jugendturnerinnen Silke Wagner vom SV Niederwörresbach. Sechste im Achtgang. Dies also war Silke Wagner bei den Jugendturnerinnen vom SV Niederwörresbach. Gibt es die Wertung von Andrea Dressler? 8,80 am Schwebebalken nach ihrem Sturz. Hier nochmal die letzte Bahn von Silke Wagner. Zwischendurch vielleicht für diejenigen Zuschauer, die vorhin auch schon das Bodenturnen der Schülerinnen verfolgt haben, schnell mal das Ergebnis. Es gewannen gemeinsam Jennifer Scholz vom TV Mannheim-Neckarau und Bianca Schneider vom SSV Ulm. Auf Platz 3 Julia Stratmann vom KLZ Düsseldorf. Und nun zurück an den Schwebebalken, wo als Nächste nun Cordula Würschig vom VfL Kirchheim turnt und hier die ersten Probleme hat, die ebenfalls mit dem Verlassen des Geräts bestraft werden. 0,5 Punkte sind auf jeden Fall weg, ähnlich wie bei Andrea Dressler. Zur Erinnerung, es führt nach wie vor nach ihrer sicheren und sauberen Übung Edina Kaumanni von der TG Heilbronn mit 9,6 Punkten.
leichte Unsicherheiten auch bei Cordula Würschig zwischendurch nach ihrem Sturz und Abgang. Doppelschraube. Am Boden passt die Pazia TV Wetzgau. Zurück zu unseren Jugendturnerinnen am Boden und Pazia Paraskevi vom TV Schwäbisch Gmünd Wetzgau. Sie ist die neue deutsche Jugendmeisterin. Im Achtkampf. Sie ist gebürtige Griechin, lebt aber schon seit ihrer Kindheit im schwäbischen Raum. Und die Musik lässt natürlich anklingen, woher sie kommt. Auch sie muss beim letzten Sprung in dieser Diagonale mit der Hand auf der Matte abstützen. Die Wertung für Cordula Würschig am Schwebebalken 8,6. An der Situation vorne hat sich nichts verändert. Und Pazia Paraskevi am Boden war auch nicht so sehr zufrieden, offensichtlich mit ihrer Leistung. Außerdem hat sie sich möglicherweise auch ein bisschen wehgetan. Schauen wir hier nochmal. Flickflack, dann die Doppelschraube. Und da muss sie mit dem linken Arm sich abstützen, sonst hätte sie wohl einen Sturz getan. Nächste Teilnehmerin am Schwebebalken ist nun Nicole Nedved vom VfL Nürnberg, die mit einem Salto aufwärts und einem Sprung abwärts beginnt. Ja, natürlich gleich unglücklich, wenn man schon den Eingang in die Übung verpatzt. Nicole Nedved war unter den 20 Teilnehmerinnen im Achtkampf 12. Hat dort eigentlich in der Kür eine gute Balkenübung gezeigt, aber hier hat sie nun schon 2 Stürze hinter sich. Also viel kann daraus nicht mehr werden. Und Sie sehen, liebe Zuschauer, dass das Ganze eben alles nicht so einfach ist, wie es sich manchmal anschaut, wenn man es bei internationalen Meisterschaften sieht, wie eine Daniela Silivas früher oder jetzt eine Svetlana Boginska ja an diesem Gerät turnen. Das sind Vergleiche, von denen die jungen deutschen Turnerinnen natürlich nur träumen können im Augenblick. Vielleicht gelingt es eines Tages wieder, den Anschluss zumindest an die erweiterte internationale Spitze zu finden. Im Augenblick ist das sehr, sehr schwer. Platz 28 und 29 für unsere beiden Teilnehmerinnen bei den Europameisterschaften für Andrea Trissler und Ruscha Kuril. Sie können sich trösten mit diesen Plätzen, denn 2 Wochen später, am vergangenen Wochenende, haben die Männer des Deutschen Turnerbundes es noch viel schlechter gemacht bei den Europameisterschaften in Lausanne. Hier nochmal der erste Sturz von 2 insgesamt. Und wieder Bodenturn bei den Jugendturnerinnen. Dana Nolte vom SSV Ulm, also viele, viele Turnerinnen aus dem süddeutschen Raum. Auch vor allen Dingen vom Schwäbischen Turnerbund. Und Dana Nolte war 4. im Achtkampf der Jugendturnerinnen. Auch ein Talent.
gerade mal 13 Jahre alt. Was ich jetzt bisher von unseren Jugendturnerinnen am Boden gesehen habe. Dana Molte vom SSV Ulm. Am Pferdsprung bei den Schülerinnen Petra Bauer, KTZ Bergisch Gladbach. Haben wir die Wertung für die letzte Schwebebalkenturnerin noch nicht da? Während wir hier noch den Schluss der Übung in Zeitlupe von Dana Nolte sahen. 8,6 Punkte ist wohl angezeigt, aber noch die vorhergegangene Wertung gewesen für Cordula Würschig. Vielleicht kommen sie jetzt, denn eigentlich steht ja schon die nächste bereit. 7,65, denn 8,6 wären ja vielleicht auch ein bisschen viel gewesen. Und nun fällt eine Vorentscheidung, denn nun Ruscha Kuril vom TV Mannheim-Neckarau. Die dritte des Achtkampfes und jene Turnerin, die ich vorhin erwähnte, als Europameisterschaftsteilnehmerin in Athen. Sie ist eine exzellente Balken- und Bodenturnerin. Wenn sie ihre Übung durchturnt. Sie ist übrigens amerikanische Staatsbürgerin mit tschechoslowakischen und russischen Vorfahren. Oh ja, da hat sie den Sprung zwar noch angesetzt, aber es war schon klar, dass sie sich in der Achse bei ihren Bewegungen schon verschoben hatte. Tja, 0,5 Punkte weg. Die Chancen für Edina Kormani vom TG Heilbronn, sie steigen und da ist Ruscha noch einmal abgestiegen. Ja, das wird nichts mehr. Jetzt muss sie ihre Chance noch suchen am letzten Gerät am Boden, wo sie ja Titelverteidigerin ist. Allerdings werden wir das, wenn ich auf meine Uhr schaue, in dieser Sendung nicht mehr zu Ende bringen. Wir hoffen aber, dass wir Ihnen zumindest das Balkenturm noch bis zu Ende übertragen. Und da bin ich sehr guter Hoffnung, denn noch haben wir ein bisschen Zeit. Doppelsalto als Abgang. Aber zwei Stürze. Die nächste Turnerin am Boden ist. Und natürlich ist sie damit nicht zufrieden. Es ist ganz klar, sie hatte sich hier ein bisschen was ausgerechnet. Hier der Spreizsprung hoch. Der Salto vorwärts zum Spreizsitz und da war es schief gegangen. Zu den Jugendturnerinnen und zu Miriam Finkenzeller, die mit einem gelungenen Doppelsalto am Boden beginnt. Miriam Finkenzeller vom TSV 1860 München, dritte des Achtkampfes bei den Jugendturnerinnen. Jahrgang 1977. Auch sie ein großes Talent. Also ich bin mal gespannt, wie viele von den Schüler oder Jugendturnerinnen, die wir Ihnen heute gezeigt haben am Boden, wie viel wir in ein, zwei Jahren noch erleben werden, vielleicht dann in der höchsten Leistungsklasse.
Es wäre dem Deutschen Turnerbund zu wünschen. Vielleicht gerade mal ein kleines Zwischenergebnis von den Jugendturnerinnen. Es führt im Augenblick Dana Nolte vom SSV Ulm, deren Übung wir ja gebührend gefeiert haben, mit 9,65 Punkten vor Daniela Frau, TV Überlingen, mit 9,30. So, wir konzentrieren uns nun wieder auf den Schwebebalken. Denn nun steht bereit Anja Wilhelm und nun fällt wirklich die Entscheidung. Sie, die Europameisterschaftsdritte an diesem Gerät von 1987 in Moskau, als sie dem Deutschen Turnerbund völlig überraschend eine Medaille bescherte, hat es nun in der Hand, ihren zweiten Meistertitel zu gewinnen. Aber sie muss die 9,6 von Edina Kormany übertreffen. Und damit muss sie ihr schwieriges Programm auch sicher durchtun. Zwischendurch schnell die Wertung für Ruscha Kuril nach ihren beiden Stürzen, nur 8,5. Spannung, Spannung in der Westfalenhalle. Schafft sie es? Schafft sie es nicht? 21 Jahre. Comeback nach 2,5 Jahren. Und nach dem Deutschen Turnfest will sie endgültig aufhören. Nie mehr an solchen Meisterschaften teilnehmen. Sagt sie. Na, kleiner Wackler, der zweite Sprung sicher. Also nachdem ich mich heute schon einmal geirrt habe und eigentlich ja keine Prognose mehr abgeben wollte, Mutter Wilhelm, die sie trainiert, ist auch schon da, wage ich doch noch eine. Ich glaube, dass Anja Wilhelm die Leistung und die Note von Edina Kormany mit 9,6 Punkten übertreffen wird. Vielleicht nur um 500stel. Und dass sie damit ihren zweiten deutschen Meistertitel hier gewinnen wird. Aber es ist nur eine Prognose. Nageln Sie mich bitte nicht fest. Die vorletzte Jugendturnerin am Boden ist Birgit Weber aus Schwendi. Das liegt meines Wissens auch im Schwabenland auf der Schwäbischen Alb. Birgit Weber war Zehnte im Achtkampf. Und da ist die Wertung für Anja Wilhelm auf das weinende Gesicht unserer Jugendturnerin Birgit Weber. Und ich habe, liebe Zuschauer, und mir fällt ein riesen Klumpen vom Herzen. Ich habe richtig getippt. 9,65 Punkte. Und damit der Sieg, sage ich, obwohl noch eine Turnerin aussteht. Aber soll die junge Annette Potempa, die erfahrene Anja Wilhelm ausgerechnet am Schwebebalken übertreffen, das ist kaum zu erwarten. Da ist sie schon. Annette Potempa, die kleinste in der
Leistungsklasse M10. Immerhin war sie im letzten Jahr deutsche Jugendmeisterin im Achtkampf. Ist noch jung, Jahrgang 76. Und zum ersten Mal jetzt hier unter den Großen in Anführungszeichen dabei. Zweifellos ein großes Talent. Ich höre eben, dass sich Nord 3 in wenigen Sekunden aus unserer Übertragung ausblenden wird. Ich darf mich schon jetzt mal von den Zuschauern im norddeutschen Raum verabschieden und sage auf Wiedersehen. Letzte Bahn und Doppelsalto. Schade drin. Die zusätzliche Rolle rückwärts war natürlich nicht eingeplant nach dem Doppelsalto. Aber Annette Potempa vom TV Wattenscheid hat natürlich noch einiges zu lernen an Erfahrungen bei solch großen Wettkämpfen vor fast 10.000 Zuschauern in der Westfalenhalle 1. Letzte Jugendturnerin am Boden ist Christine Mehl-Czerch vom TV Wattenscheid. Dann wird dieser dritte von insgesamt vier Durchgängen hier in der Westfalenhalle 1 dann auch beendet sein. Christine Mehl-Czerch war fünfte des Achtkampfes der Jugendturnerinnen. Und wenn ich gerade noch mal hinter mich auf die Anzeigentafel schaue, dann sehe ich, dass sich in der Reihenfolge, die ich Ihnen vorhin genannt habe, beim Bodenturnen bisher nichts verändert hat. Es führt nach wie vor Dana Nolte vom SSV Ulm mit 9,65 vor Daniela Frau vom TV Überlingen mit 9,30. Und die letzte Turnerin dieses Durchganges, also Christine Mehl-Czerch vom TV Wattenscheid. So, wir warten jetzt noch die allerletzte Wertung am Schwebebalken ab für Annette Potempa. Obwohl vorne eh alles klar ist. Gewonnen hat also die Altmeisterin, sie wird mir diesen Ausdruck verzeihen, Anja Wilhelm mit ihren 21 Jahren. Damit ihr zweiter Meistertitel nach dem Sieg im Achtkampf gestern. Zweite nur knapp geschlagen nach ihrer sauber durchgeturnten Übung. Edina Kormani von der TG Heilbronn. Und jetzt muss ich zur Sicherheit erst noch die Wertung von Annette Potempa abwarten, um Ihnen auch sagen zu können, wer auf Rang 3 gelandet ist. Denn alle übrigen Turnerinnen hatten ja, und das konnten Sie ja auch sehen, einige Patzer in ihren Übungen, genauso wie Annette Potempa. Jetzt habe ich die Wertung 8,95. Ein kurzer Blick nochmal auf die Liste zeigt, dass dann Dritte geworden ist im Finale am Balken die Ersatzturnerin, die für Gabi Weller, die sich leider beim Stufenbahnturn verletzt hatte, in dieses Finale gekommen ist. Und zwar Nina Wartelmann vom SV Niederwörresbach.